the Wild. The Weaver. And the Worm. Three primal forces from which the world Gaia springs. The Wild is creation, formless and abundant. The Weaver shapes, making order out of chaos. The Worm, whose purpose was to destroy the old, to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate. It ravages Gaia. Through its unwitting accomplices, mankind, the balance between those three forces is long gone now. Insidiously, the Worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have brought to the Earth. We, the werewolves, remain. Born of man, beast, and spirit, we are the vindication of Gaia and the Wild. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Werewolf the Apocalypse. Schön, dass ihr am Start seid. Anfang Februar erschien. Alright. They should be ready now. Erhältlich für die Xbox, die PlayStation, alte und neue Generation von beiden und den PC natürlich. The best way to get Indran out of the region is to attack their bottom line. We have a plan to convince them there's no profit to be had here. Ludmilla. Please. I've recently gained access to the system that controls all the on-site oil pumps. That's our target. We tamper with the pumps and send dummy data to the system to make them think their oil field has run dry. Will that really be enough? According to the internal files I got my hands on, they treat unprofitable sites like gangrenous limbs. They'll give this one the chop right away. Oh, wir können entscheiden. Der Plan scheint gut oder das wirkt zu leicht. Wirkt natürlich erstmal zu leicht. Sagen wir, nehmen das. I don't know. Even if we do manage to push them out, they'll only set up somewhere else. We need to hurt them, bring them down, not chase them away. We've already talked about this, Cahal. They're too close to the cairn. If we stage an attack, they'll look for the ones who did it. I don't want Indran's eyes on our home. Our best option is to work in the shadows. But if something goes wrong, my wife ends up on her own in enemy territory. Nein. I don't like it. I'm going to be fine, Cahal. We've been preparing this for weeks. We've calculated the risks. And if there's any sign of trouble, you and I go in and retrieve her. But I'd rather we stay covert. Ludmilla will have the easiest time on her own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Take care of Adana while I'm away. I think she's going a little crazy all cooped up in here. Hab da ein bisschen schlechtes Gefühl dabei. Macht sich Sorgen um ihre Tochter. Wir sind für Gaia hier. Wir sind natürlich für Gaia hier. It's our duty to be here. She needs to learn that it's hers too. She's just a teenager, Cahal. We were young once too, remember? Take care of her while I'm out. Love you. See you soon. Ich hoffe mal, das geht alles gut. Dass unsere Schnecke hier, dass die durch, da wenigstens mal Platz machen können. Dass unserer kleinen Schnecke hier nichts passiert, unserem Fräulein. Aber ich gehe fast davon aus, das wird so kommen. Ein Spiel, was damit losgeht, dass wir nur abwarten und alles klappt. Eher selten. Intro war mal mega geil, fand ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das hat mir echt zugesagt. Wir sind sozusagen ein Umweltaktivist und zerstören jetzt die Schäden oder zerstören jetzt die Menschen, zumindest die, die große Schäden an unserer Erde verursachen. Als erstes sind wohl die bösen Öllieferanten dran. Wir können hier interagieren. Wir sind in diesem Cave für Wochen, studying Endrin's movements. At least now we finally got a plan. I hope we're done here soon.
Dazu musste ich jetzt den LKW ansprechen? Okay. Ich denke mal, das ist der Boss. Endrin. One of the most destructive companies North America has to offer. Known for their violence and endless greed. If we left them to their own devices, they'd ravage this place till there was nothing left but dust. Alles nur für den Umsatz. David did an impressive job installing all this. I'll have to thank her for this later. Das machen wir auf jeden Fall. Können wir mit ihr noch quatschen? Ich glaube, das ist Ava. Cooler Laptop. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen dann doch erstmal zum Boss. I don't like thinking that Ludmilla's on her own, Rodko. I understand. She's my sister, remember? Der Schwester vom Boss ins Bett gehüpft. Oh je. Er hätte mich auch schicken sollen, er hätte Rafik schicken sollen. Oder wie auch immer man es ausspricht. Ändern wir, ne? Wir tun doch alles fürs Team. And she's Adana's mother. I should be out there with her. I gave it a lot of thought. Her chances of success are better if she's alone. It's as simple as that. If things don't go as planned, you can tear through as much Endrin scum as you like to get her out. But for now, we stay put. Go. Rest while we wait. Ich glaube, Rodko ist nicht so erfreut, dass wir hier ihm versuchen, dazwischen zu funken. I'm not looking forward to packing all this up tomorrow morning. Gefällt's dir hier so? Na gut, wir sind Wölfe, Werwölfe, was auch immer. Wir haben wahrscheinlich nicht ganz so hohe Ansprüche, aber ich find's jetzt nicht so mega cool. Und so ein Feuer hier direkt neben der Plane? Wer weiß, dann gehen wir nochmal zu ihr. Got everything squared away? Not a lot too square away. All I'm doing is pressing a button once Ludmilla gets me hooked up. Still got a ways to go before I can do much more than that. If I tried to breach their network, they'd be on us in a second. Sie ist frustriert, sie hat ihren Teil bereits geleistet. Says the woman who got her hands on their files. We'd never have been able to take the fight to Endrin like this without you. Besides, you installed all of this on your own. Have faith in your abilities. That's sweet, Cahal, but I just wish I could do more. But how are you doing? Talk to your daughter yet? No, not yet. I'm just heading her way. Dann gehen wir mal noch zu unserer Tochter. Denke mal, sie ist es. Hey, how you doing? I'm bored out of my mind. There's nothing to do here, and it's wet and miserable. Sie ist hier, um zu lernen. Sie muss Geduld haben. Sie soll natürlich lernen. We're not on vacation, AD. We're here for Gaia, for the Cairn, and you're here to learn how we do things. I know, but couldn't I have learned how we do things back at Tarker's Mill? It's not like you've got me helping out with the mission or anything. Try connecting with the spirits. Feel their presence around you. The pain Endrin's causing them. That connection makes you a Garu. I'm trying. Believe me, but I just can't. Don't worry. It's always harder before your first change. And if the change never comes, if you're human, like your mother, that's fine. She may not feel the spirits, but she's the finest infiltrator we have. Why didn't you go with Mom anyway? She's all alone out there. If something happens to her... I wish I could have. But Rodko wants us to keep a low profile. And there's no one better at that than your mom. Rodko's a dumbass. Hey, that's your uncle you're talking about. And the leader of our pack. You know it's his job to make those decisions. Everything will be all right, don't worry. Try to focus on the spirits. We'll be leaving this place soon. Ja, also wusste ich's doch. Rodko ist der Anführer. So kam er mir aber auch rüber. Ich habe wie immer nur 2-3 Minuten angezockt, also so weit war ich bis jetzt noch nicht mal. Halt nur um die Einstellung zu prüfen. Sollen wir uns jetzt ins Bett legen? Möchte nicht schlafen. Aber dass unsere Frau natürlich kein Werwolf ist, macht mir noch mehr Sorgen. Ich dachte, wenn was passiert, dann kann sie sich wenigstens verwandeln und einmal kurz ausflippen. What do you think, old friend? Yeah, that makes two of us. Not too keen on this plan.
Aber er steht wirklich stramm an seinem Wachposten, ne? Selbst wenn ich mein Ärschlein hinhalte, will nicht mal dran riechen. Gut erzogen, der Junge. So, dann gehen wir halt ins Bett. Jetzt werden wir bestimmt gleich geweckt. Ich dachte es mir. Rodko, was ist los? Ein Helikopter just touched down on the site's landing pad. Apparently it's some Endron exec. Their presence is shaking things up. Was heißt das? Shaking things up how? Guard patrols have been changed and some areas have been locked down, including the one Ludmilla's in. They still haven't discovered her though. So what's the plan now? The mission's sunk. We go in there, get her out and wait for things to quiet down. But to get her off site, the locked off areas need to be manually unlocked and Ludmilla's stuck on the wrong side. Shit. Fortunately, she has already secured a terminal. She'll guide you to her location over the radio. Go now. Bring her back. There's no time to waste. My sister needs you. Wusste ich's doch. Ludmilla, I'm on my way. Remember, stay out of sight. I'll open any door I have access to through their network. I've opened all the external ducts. Wären wir doch gleich mal mitgegangen. Das war doch schon wieder logisch. Oh, wir sind ja relativ nah. Das nicht auffällt? Naja. Sind halt Wölfe. Alter, zum Rennen Shift gedrückt. Ist hier gerade aber nicht so nach Rennen. Umspringen oder klettern die Leertaste? Wo sollen wir denn runter? Hier? Sollen anscheinend irgendwo drüber springen. Bin aber noch nicht so ganz sicher, wo. Ja, Kumpel, guck schön. Wenn was ist, zerfetzt sie alle. Kann da nicht so weit. Achso, ich soll hier drüber. Alles klar, ich war mal ein bisschen blind. Der Lupus. Drücke C zum Wechsel Karls in die Lupus-Form. Die Größe und Geschwindigkeit des Lupus ermöglicht es ihm, sich an viele Orte zu schleichen, ohne bemerkt zu werden. Aber der Lupus kann keine Technologie verwenden und ruft eine Reaktion bei Menschen hervor, wenn er gesichtet. Okay. Ach, das ist schon wieder mega geil. Ich liebe Spiele, in denen ich mich verwandeln kann. Es soll wohl sehr viel um Schleichen, um Fetzen, um, ja, Taktik gehen. Ich muss sagen, die ersten Videos, die ich mir dazu angeguckt habe, sahen sehr vielversprechend aus. Deswegen probieren wir den ganzen Spaß hier mal. Dialoge selber lese ich jetzt nicht vor. Sie stehen ja als Untertitel drunter. Und das Englisch ist auch einigermaßen gut zu verstehen. So, dann einmal hier rüber. I'm locked in the turbine room at the center of the site. You'll have to get here without being seen. Das kriegen wir hin. Okay. Können ja mal kurz einen Blick reinwerfen. Da sind die Förderanlagen. Aber sehr viel mehr sehen wir nicht. Schon ganz schön laut für so einen Wolf. So, Technologien können wir nicht benutzen, das heißt, wir müssen wieder in Menschenform. Doors locked. Ava? There's gotta be a terminal close by. Find it. Oh, and deactivate any cameras you see while you're at it. Drücke R zum Einschalten der Penumbra-Vision oder wie auch immer. Dann Karl die Geisterwelt blicken, so kann er Bedrohung, Geister und ihre Verbindungen spüren. Okay, machen wir. Was ist das? Geht mit einem Kabel darüber. Ist das da oben eine Kamera? Kann man sehr schlecht erkennen. Machen es mal wieder aus. Wasserspender hat leider auch keiner mehr ausgefüllt. Aufgefüllt natürlich. Gut. Steh mal auf. Also ich kann nicht aufstehen. Das macht er automatisch. Ja. Gesperrt. Okay. Da oben ist die Kamera, aber die scheint nach unten zu gucken. Und hier drüben hat es noch hingezeigt, das heißt, wir können es wahrscheinlich hier deaktivieren oder aktivieren. Das ist ja cool. Guck mal, sieht aus wie beim iPhone hier. Kamera aus. Damit haben wir die vernichtet. Dürfen wir jetzt hier die Tür öffnen? Nein, immer noch gesperrt. Ach so, da war ja noch so ein Button. Den habe ich direkt ignoriert.
Kann mich halt immer nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Hör natürlich auf. Danke. Hier mit dem Stuhl passiert? Oder soll das? Nee, es ist bloß ein Tisch. Hat halt nur einer das Glück, in der ganzen Reihe einen Tisch zu haben. Zeitschriften liegen auch nicht drauf. Nicht gerade die mitarbeiterfreundlichste Firma hier. Guards. Ludmilla, we've got a lot of company. Oh Gott. Nein, geh weg. Warum sagen wir es ihr denn nicht? Die sehen uns anscheinend erstmal nicht. Aber wir müssen leise sein. Ja, unauffällig. And a shit ton of guards. There's no way I'll be able to make a move without being seen. Southern part of the outer fence. Got it. There. That should distract him for a few minutes. But if a guard does see you... He won't live long enough to raise the alarm. They sold their souls to Endron. They don't get any mercy. Hell of a time for a malfunction. I'll go check it out. Bleibt spannend. Hier scheint es erstmal clean zu sein. Auch kein Wasser. Mensch, ich habe so einen Durst. Ach, und Pizza. Gut, wir öffnen, wenn es geht. Das hat er natürlich hinter sich gar nicht mitgekriegt. Aber was soll ich denn jetzt machen? Weiß nicht, ob wir die erstmal eine Sekunde beobachten, aber ich muss ja direkt an ihm vorbei. Sei denn, wir springen hier drüber. Willst du stealth-mäßig den Typen ausschalten? Doch, soll man, okay. Nicht alarmierte Wachen oder Zivilisten auszuschalten ist eine der Möglichkeiten, sich um sie zu kümmern. Durch das Ausschalten wird Karls Zorn erhöht. Je größer der Zorn ist, desto gefährlicher ist der Greenos im Kampf. Okay, dann schalten wir ihn aus. Ging relativ schnell. Wir haben anscheinend sehr viel Kraft, aber man sieht auch den muskelbepackten Typen hier. Haben wir hier noch mehr? Sieht erstmal nicht danach aus. Wegen tut sich auch keiner. Das heißt, wir können hier in aller Ruhe ran. Ich denke mal, die haben wegen dem Lärm hier alle Ohrstöpsel drin. Deswegen kriegen die das nicht mit. Oh Gott. Oh, das ging aber schnell. Ich habe gar keinen gesehen. Entschuldigung. Da müssen wir da wohl nochmal rein. Aber der Safe Point ist zum Glück nicht weit weg. Ach, da drüben. Er hat sich so hinter dem Gabelstapler versteckt. Any idea what could have caused it? I don't care. Just want it fixed and fast. So, Zorn links sehen wir in dem Kreis. Wenn ich den hier ummete, das kriegt er noch nicht mit. Aber dann müssen wir anscheinend hier rüber. Und dann haben wir auch das geschafft. Mehr Wachen sehe ich jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht. Warum läuft hier das Licht? Ist doch die Batterie dann leer, wenn ihr los wollt? Mann, Mann, Mann. Haben wir noch einen? Unser Zornbalken war, glaube ich, gerade voll oder ist so gut wie voll. Die Armbrust. Halte rechte Maustaste zum Ziehen der Armbrust, drücke anschließend links zum Schießen. Die Armbrust ist eine weitere Möglichkeit, Bedrohungen loszuwerden. Die Pfeile sind jedoch begrenzt und müssen wieder aufgefüllt werden. Okay. Hier gab es jetzt Pfeile. Okay. Wer kennt's nicht? In jeder Ölförderanlage liegt so ein Beutel voller Pfeilen rum. Es geht wahrscheinlich um den da hinten.
Und Hatcher. Oh nein. Ach Mist. Nein, wir waren zu langsam. Ich bin aber auch schlecht. Es tut mir wirklich sehr leid. Den machen wir noch schnell. Müssen wir nochmal hier anfangen. Ach Mist. Ich dachte nicht, dass wir so schnell sein müssen. Ich dachte, wir haben ein bisschen Zeit. Dann den hier. Aber ich bin schon mal froh, dass die Ladezeiten nicht groß ins Gewicht fallen, wenn man stirbt. Das heißt, es kann eigentlich direkt weitergehen. Vielleicht hätten wir ihn auch von einer anderen Position abschießen sollen, aber das glaube ich kaum. So geht's. Hab einfach zu lange gewartet. Ach, und jetzt stehen wir von alleine wieder auf. Das heißt wahrscheinlich, die Area ist clean. Das gefällt mir sehr gut. Und dann können wir hier an der Stelle auch schon mal ein Folgenende machen, weil wir haben die Zeit leider schon wieder erreicht. Ich werde die Folgen jetzt immer 16 Uhr hochladen. Also kommt dann morgen 16 Uhr die nächste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.